Smarana, ihr Lieben, ich freue mich so sehr auf dieses Video, denn seit Tagen bin ich mit den Plejaden zugange, habe also so viele Informationen bekommen und jetzt ist eine Botschaft für euch bereit, die ich heute für euch live channeln soll. Was gesagt wird, weiß ich noch nicht. Allerdings war ich jetzt durch diese Verbindung schon sehr oft in den plejadischen Energiefeldern, sage ich einfach mal, und habe dort so viele Eindrücke gesammelt. Und ja, von daher ist es jetzt einfach an der Zeit, dass die rauskommen, dass sie zu euch kommen. Normalerweise channele ich sehr, sehr gerne Engelgruppen oder auch Gruppen von den Plejadern, also Gruppen, diese Gruppenenergie, die gefällt mir immer sehr gut und das liebe ich, weil wenn ich so eine Gruppenenergie channele, dann ist da geballte Energie von mehreren Wesen in der Botschaft. Das jetzt nur mal so zur Erklärung. Jedoch heute ist es tatsächlich anders. Heute werde ich einen einzelnen Plejada channeln für euch. Und zwar heißt er Agamus. Und also er ist mit mir in Verbindung getreten und ich habe also diese tolle Energie gespürt. Und dann dachte ich, jawohl, das soll heute mal so sein. Und ihr wisst ja sicher von Anfang Beginn der Zeit, dass wir da sehr öfters und intensiver auch Kontakt mit den Sternenvölkern, mit den Sternenwesen hatten. Das ist dann mit der Zeit ja auch so ein bisschen weniger geworden. Aber jetzt finde ich, gerade im letzten Vierteljahr oder im letzten halben Jahr kann man sagen, ist der Kontakt wieder viel intensiver geworden. Und es ist von meinem Empfinden her wirklich wichtig, dass wir uns auch die Botschaften anhören. Denn die Sternenwesen sozusagen haben ja einen ganz anderen Überblick als wir über die aktuellen Situationen, was auch unsere Erde betrifft. Und von daher bekommen wir auch eine, sage ich mal, ganz tolle Unterstützung, denn dieser Weitblick oder diese göttliche Intelligenz bringt nochmal ganz andere Aspekte und erreicht uns dann vielleicht auch mal auf einer ganz anderen, höheren Bewusstseinsebene. Wichtig für uns ist zu wissen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen von anderen Menschen, egal was passiert, dass wir unserer Herzensenergie folgen und dass wir auch erkennen, dass jeder Weg, jeder gute, richtige, lichtvolle Weg durch die Seele führt. Das schon mal von vorne herein, dass ihr das schon mal wisst, das ist ganz wichtig, sagte mir Agamus, dass ich euch das sage. Jeder lichtvolle Weg führt durch die Seele und du erkennst auch, ob ein Weg lichtvoll ist, wenn er durch deine Seele hindurchfließt, also wenn du da vollkommen dich selbst wieder drin findest. Und sobald du feststellst, du findest dich in irgendeinem Weg gar nicht richtig wieder, dann geht er auch nicht durch die Seele. Also da sollten wir tatsächlich überlegen und uns selbst reflektieren sozusagen. Wichtig ist einfach auch, ja, das Vertrauen, das sagt sich so einfach, das Vertrauen. Aber es ist die Basis tatsächlich, um ein gutes Leben führen zu können. Denn sobald du im Vertrauen bist, bist du auch raus aus der Angst. Und Angst ist ja etwas, was deine Energiefrequenz absenkt. Ja, das ist eine niedere Energie, Angst. Und jede niedere Energie nimmt was von deiner hohen Schwingung. Und von daher sollte man sich dessen tatsächlich ja bewusst sein, dass diese Angst, die ja von außen gewollt ist, ja, dass die Energiefrequenz jedes Menschen niedriger macht und somit des Kollektivs niedriger macht und somit der Erde niedriger macht. Je nachdem, wie viele Menschen da drin gefangen sind. Wir, die spirituellen Menschen, haben die Möglichkeit, also jeder Mensch an sich hat ja die Möglichkeit, Energieerhöhungen zu erreichen. Die erreicht man ganz einfach, indem man meditiert. Es ist so. Meditieren ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es deinen ganzen Körper und deinen Geist in eine Balance bringt, dass es dich stärkt und ausdehnt. Und genau das ist es, was wir
für unser Licht und für unsere Göttlichkeit tun können. Das ist, kostet kein Geld, das ist nicht teuer, das ist nicht schwer. Einfach nur zuhören in einer Meditation und sich fallen lassen. Und das war den Plejadern ganz wichtig, dass ich euch das im Vorfeld schon mal sage, einfach um euch so ein bisschen auch einzustimmen jetzt auf die Botschaft, die gleich kommen wird. Es ist wichtig, sich seiner Wurzeln immer wieder auch bewusst zu werden, denn die Wurzeln, die verbinden uns ja erstens mit unserer göttlichen Energie und mit Gott selbst und auch mit allen anderen Sternenenergien, die wir in unseren vielen Inkarnationen erlebt und gelebt haben. Und ich weiß, es gibt viele unter euch, die haben schon eine ganz enge Beziehung zu den Sternenvölkern. Und diese Beziehung könnt ihr heute noch mehr vertiefen und eure Energie dadurch erhöhen. Das ist ganz, ganz wundervoll. Und ich sehe schon jetzt bei mir hier im Raum die hellen Wesen, die glänzenden, schönen Plejader sind hier und sie nicken mit dem Kopf, sie stimmen zu. Und ja, ich wünsche dir jetzt auch gleich ganz viel Freude mit dieser Botschaft. Versuche dich einfach so tief in die Energien fallen zu lassen, wie du kannst. Und versuche auch nicht zu bewerten, denn mit dem Verstand oder mit dem Geist, mit dem mentalen Feld kann man sowas gar nicht begreifen und bekommt auch keinen Zugang dazu. Das ist einfach so. Also am besten einfach mal, wenn jetzt der eine oder andere von euch dabei ist, der das noch gar nicht so oft gemacht hat, lasst euch fallen in die Energien und spürt, was es mit euch macht. Spürt diese Liebe, diese außerordentliche, große, göttliche Liebe. Lasst euch von dieser Liebe berühren, denn es ist immer wieder, immer, immer wieder die Liebe, welche alles zusammenhält. Und deswegen bin ich ja auch für euch da. Ich möchte so sehr, dass es euch gut geht, dass ihr euch entfalten könnt und wirklich auch raus vom Kollektiv der Angst kommt und dadurch nicht mehr beeinflussbar seid. Ja, meine Lieben, ich sprühe mich jetzt mal ein. Das macht mir ja immer so viel Spaß. Mir persönlich, deswegen müsst ihr das noch lange nicht machen, nachmachen, aber ich mache es halt gerne. Und zwar habe ich mich jetzt mit der Plejaden-Essenz eingesprüht, um mich schon richtig gut einstimmen zu können in diese Energie. Denn ich möchte euch ja auch eine 150-prozentige oder noch höhere Leistung kann man nicht sagen, aber ich möchte es so, so gut wie möglich machen, damit jeder von euch die Energien spürt und euch auch die Plejade erreichen können. So, jetzt geht's dann auch gleich los. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch. Ich, Nirjana, ich lade dich jetzt ein, eine Botschaft anzuhören von Agamus, ein Abgeordneter der Plejaden. Agamus trägt eine lichtvolle Energie mit einem hellblauen Schimmer. Und er ist in mein Leben getreten, um mich zu unterstützen und gleichzeitig durch meinen Kanal zu sprechen, um euch alle ebenfalls zu unterstützen. Und wenn du bereit bist, jetzt diese Botschaft zu empfangen, dann sprich ein inneres Ja aus, denn in diesem Moment
wird sich dein Herz öffnen und die Worte und die Energien von Agamos werden dich erreichen. Ich werde mich nun verbinden. Licht strömt ein und trägt mich, Agamos, zu dir. Voller Freude spreche ich die Worte der plejadischen Begrüßung zu dir. Du spürst diese Schwingung in deinem Herzen. So ist es uns Sternenvölkern sehr wichtig, dass wir unsere Botschaften zu dir bringen dürfen, denn wir wirken mit der höheren Weisheit des Universums und bringen dir Unterstützung und Hilfe. Die Zeiten verändern sich und auch du kannst dich verändern. Alles liegt an deiner eigenen Entscheidung. Und so haben wir die Plejada beschlossen, dir es möglich zu machen, aus deiner Ursubstanz, deiner Seele, Kraft zu schöpfen. Wir haben für dich eine wundervolle Energie vorbereitet. Und wenn du bereit bist, mit uns in Kontakt zu treten, dann sprich jetzt ein inneres Ja aus. In diesem Moment öffnet sich deine Seele und wir sind ganz eng miteinander verbunden. Ich werde jetzt den Kontakt zu deinem galaktischen Geistführer herstellen. Dein galaktischer Geistführer begleitet dich von Anbeginn der Zeit. Und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du mit ihm in Kontakt kommst. Und so führen wir jetzt deine Seele in das Energiefeld der Plejaden. Vielleicht spürst du bereits ein Kribbeln in deinen Händen. Vielleicht spürst du, wie die Energie sich in deinem Umfeld, in deinem engen Umfeld verändert. Und so tragen wir deine Seele über Raum und Zeit direkt in die plejadische Energie hinein. Und dort gibt es einen Ort, der dir sehr bekannt vorkommt. Deine Seele findet diesen Platz wie von ganz alleine. Mach es dir dort gemütlich, denn auch hier bist du zu Hause. Und nun in diesem Moment,
wo du beginnst, das Licht der Plejaden einzuatmen, wo du beginnst, zu einer goldenen Sonne zu erstrahlen, wo sich deine Seele ausdehnt und du die Schwerelosigkeit fühlst, die Leichtigkeit und die himmlische Freude spürbar in deiner Seele ist. In diesem Moment wirst du deinen galaktischen Geistführer wahrnehmen. Er wird vor dich hintreten und dir seine Hände entgegenstrecken. Erlaube dir, diese Hände zu ergreifen und spüre, wie dein galaktischer Geistführer dir jetzt Energien überträgt. Er weiß genau, was jetzt für dich wichtig ist. Und so fließt die vollkommene Liebe, die unbegrenzte Kraft der Plejaden zu dir. Genieße diese Momente, denn sie stärken dich für dein Leben, für die große Veränderung, welche in diesem Moment stattfindet. Agamos spricht zu dir. Wir beobachten jeden Tag, jede Stunde, jede Minute die Erde. Und wir senden unterstützende Energien, um euch Menschen zu helfen. Der Wechsel in eine andere Zeit, er geht voran und das Licht nimmt immer mehr zu. Und all das, was du jetzt gerade von deinem galaktischen Geistführer an Energien und Liebe bekommst, all dies darfst du nutzen. Es sind Geschenke, welche wir gerne zu dir bringen. Und es ist uns wichtig, dass du deinen galaktischen Geistführer ab heute spüren kannst. Und jetzt hast du Möglichkeit, mit deinem galaktischen Geistführer zu sprechen. Vielleicht sagt er dir seinen Namen. Vertraue auf alles, was du wahrnimmst. Denn es ist deine eigene Wahrheit, welche zu dir fließt. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um mit deinem galaktischen Geistführer zu kommunizieren. Er wird dir entweder eine Botschaft geben oder dir Energien senden, um dich zu unterstützen. Alles, was geschieht, ist richtig und gut und zu deinem allerhöchsten Wohle. Thank you.
Und jetzt, genau jetzt in diesem Moment, bekommst du die Möglichkeit, von dem göttlichen Wasser der Plejaden zu trinken. Dein galaktischer Geistführer erreicht dir einen Kelch. Dieser Kelch enthält ein ganz bestimmtes Wasser. Und wisse, wenn du jetzt gleich einen Schluck nimmst, dass jeder einzelne Tropfen die unendlich große, vollkommene Liebe aus dem göttlichen Gedankenfeld trägt und dass diese Liebe und diese Kraft nun mit jedem Schluck in dich hineinfließt. Agamos, ist bei dir und beobachtet, dass alles in der göttlichen Ordnung geschieht und wenn du ausgetrunken hast, gib deinen Becher zurück. In diesem Moment verabschiedet sich auch dein galaktischer Geistführer mit dem Hinweis, dass du ihn jederzeit wieder besuchen kannst. Und so bringe ich dich wieder in dein Hier und Jetzt zurück über die Linien der Zeit. In deine Dimension. Das, was du gerade erhalten hast. Diese Tropfen der Glückseligkeit, der Heilung. Diese Tropfen bringen dir Kraft, durch diese Zeit hindurchzugehen. Und gleichzeitig erhöhen sie deine Energie, sodass du unangreifbar bist für niedere Energien. Agamos hat zu dir gesprochen, voller Liebe, voller Achtsamkeit und so verabschiede ich mich jetzt auch von dir. Und sei dir gewiss, wir sind bei dir. Eine unfassbare Botschaft, finde ich. Unfassbar klar und stark. Und gerade die Plejada und dein galaktischer Geistführer, welch ein großes Geschenk. Ich freue mich sehr, dass diese Botschaft nun für euch alle da ist, dass sie sich jetzt hier im Netz befindet. Und ich wünsche mir, dass ihr alle ganz viel Kraft daraus schöpft. Und ja, ihr könnt so oft ihr möchtet eure Energie erhöhen. Das ist wichtig, denn immer dann, wenn du dich vielleicht mal ärgerst oder irgendwas ist, was dir nicht passt, geht deine Energie ja runter. Und dann geh bewusst in die Energieerhöhung hinein, rufe einfach deinen galaktischen Geistführer und trinke einen Schluck von diesem Wasser und schon bist du wieder in deiner schönen, hohen Energie.
Ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ich dies heute channeln durfte, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann bitte abonniert mich, klickt einfach hier auf die Kugel, um weiterhin so wundervolle Botschaften erhalten zu dürfen. Ich danke euch, alles Liebe. Tschüss.